Mein Vater hustete und nippte abermals am Wein. Melos wandte sich hilfesuchend an Salerno, während Datos einen Turm am Fluss Garigliano befestigte. Von dort sammelten sie ihre Unterstützer und gewannen an Stärke. Melos warb überall um Unterstützung. Lombarden, Deutsche und Apulia folgten seinem Ruf auf der Suche nach Ehre und Reichtum. Und noch eine Gruppe rief Melos um Hilfe an. Eine neue Generation normannischer Abenteurer, die Vorfahren jenes Abschaums, der nun in unsere Stadt einfallen will. Melos verdanken wir diese neue Plage. Als Antwort entsandte der byzantinische Kaiser den General Basilios Boioannis mit den legendären Elitekämpfern der Varega-Garde gegen Melos ins Feld, um die Rebellion ein für alle Mal zu beenden. Die Armeen trafen nahe des Flusses Orfanto aufeinander, nicht weit von der Stätte, wo die Römer 12 Jahrhunderte zuvor auf Hannibal getroffen waren. Hier sollte das Schicksal Süditaliens entschieden werden. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Age of Empires und Bari. Dicken Verbündeten da unten und hier oben aufbauen? Cool. Besiegen Sie Melos Armee, besiegen Sie die normannischen Söldner. 125 finde ich schon wieder ein bisschen belastend. Naja. Direkt den machen wir. Melos und seine Verbündeten sammeln ihre Streitkräfte jenseits des Flusses. Lasst uns zum Sieg reiten und den Schrecken Apuliens verbannen. Kein Problem, kriegen wir hin. Geh mal scouten. Geh scouten. So. Aber wir gehen alle scouten. Komm. Verzieht euch. Okay, die reiten ein bisschen den gleichen Weg, weil ich die gleichzeitig durchgeschickt habe. Ist nicht so gut. So. Passt. Nicht verkacken hier mit Dorfbewohnern. Wir sollten natürlich auch schon was tun. Passt. Wunderbar. Guter Anfang. Dass wir in der Ecke der Karte sind, finde ich übrigens verdammt gut, weil dann haben wir hier ein bisschen einfacher zum Verteidigen und ein bisschen unsere Ruhe. Okay. Der hat auch schon direkt ein paar Truppen gut zur Verfügung. Und sogar Türme. Der ist sogar eigentlich ein bisschen verteidigt als ich. Eine Mühle ans Wasser bauen ist auch wieder eine gute Idee, weil hier heute sind die nächsten Küstenfischer. Heute ist ein guter Tag, die Axt zu wetzen. Wir werden unsere Gegner fällen oder selbst sterben. Gute Einstellung. Aber selbst sterben ist nicht so gut, glaub mir. Salve. Kaedo. Dahin. Da müsste hier ein Feld hinpassen, obwohl da die Bäume sind. Top. Kondo. Ugero. So, du kommst mit dem hier, weil Holz haben wir noch genug. Ihr baut jetzt zu dritt da dran und geht danach das Reh jagen. So, und hier machen wir nochmal mehr Dorfbewohner. Ist wichtig. Nahrung ist jetzt gerade viel, viel wichtiger als Holz, weil wir haben halt im Vergleich Holz noch genug. Stein müssten wir uns eigentlich ein bisschen kaufen und dafür jetzt einen Marktplatz kaufen gleich. Das machen wir auch. Ja, passt. Setzen wir da Marktplatz rein. Und kaufen uns dann 200 Stein, weil genug Gold dafür haben wir. Und dann setzen wir direkt eine Burg hin. Und zwar direkt hier schön vorne hin, und dann haben wir das Gold ein bisschen gesichert. Oder an die Brücke. Aber nee, hier ist seichtes Wasser. Das macht keinen Sinn. Hier ist viel seichtes Wasser. Ah, nee. Setzen wir hier auf den kleinen Berg dann. Nee, da ist besser, oder? Da ist besser. Damit wir nämlich jetzt Gold auch ein bisschen gesaved haben dann. Das ist gut. So, Nahrung läuft. Ah, okay, da habe ich eine Burg gefunden. Wo alle gleichzeitig angegriffen. Ja, der wird gleich bekehrt, aber meine, er kommt weg. Okay, hier sind die normannischen Söldner. Das ist eine Reliquie. Passt. Direkt ein bisschen hochdingsen hier. Du gehst mit an der Burg dran, weil die haben schon Burgvorteil im Gegensatz zu uns. Da müssen wir schnell hin. Schildbewehrter Normannen unter der Führung von Gilbert Buater. Möge das Glück uns wohlgesonnen sein. Ich hoffe jetzt mal nicht zu uns, weil das wäre jetzt gerade ein bisschen sehr früh. Wir machen mal sicherheitshalber mal kurz 4 Ritter. Okay. Weil wenn es Bogenschützen sind, müsste das eigentlich gehen. Nee, warte, da sagt doch Bogenschützen, ne?
lol. Oh, Entschuldigung. Warte, wenn der Bogenschützen kann, dann kriegt er ja Unterstützung durch einfach erscheinende Einheiten, oder? Weil Goten sind Infanterie und Franken, das macht jetzt keinen Sinn. Wir machen trotzdem mal kurz ein paar Ritter. Sicher ist sicher. So, ich bräuchte noch einen Mönch eigentlich, dann verkaufen wir kurz ein bisschen Holz. Weil die Relikie hätte ich sehr gerne. So, dann geht ihr schon mal Gold hacken. Weil jetzt haben wir es ja gesaved. So müssen dahin. Viel Gold haben wir nicht. Wir haben nur das bisschen hier und das bisschen da. Das ist ein bisschen kritisch. Da müssen wir mehr auf Helebardiere gehen. Als auf, Kataphrakte. Oh, jetzt schon Magkarren? Lol. Stimmt, handeln könnten wir auch, ne? Aber das ist halt noch zu früh, weil da haben wir noch Gold über. Dann sehen wir mal, wessen Klingen schärfer sind. Meine Männer werden durch eure Reihen schneiden, wie eine Sichel durchs Korn. Ja, labber mal nicht so viel, sondern mach was. Hab ich eine Spiele irgendwo? Nee. War ja klar. Da hätten wir noch ein paar Schweinchen übrig, das ist eigentlich auch ganz cool. Renatus! Renatus! Ei! Hab ich die Forschung schon? Ja. Okay, das war ein Speer, ne? Ah, echt, das war ein Speer. Ah, nee, ist ein Angriff, okay. Aber gut, dass die Burg gerade fertig geworden ist. Top. Gutes Zeitpunkt hier. Guter Zeitpunkt. So. Ich habe sogar meine Kavallerie noch übrig. Ja, es war optimal. Zeittechnisch optimal und Einheit mit den Dings war optimal. Ja, ich habe noch keine Mordlöcher. Okay, der müsste jetzt eigentlich hinkriegen mit den paar Einheiten da. Ich kann nämlich jetzt gerade noch nicht helfen. Presto. Ein Venatus. So. Hier noch ein paar kurz nachziehen. Wir müssen eigentlich auf Kataphrakte gehen. Aber, also mal wieder. Weil der hatte eh nur Goten. Da können wir uns eigentlich die Hilbardierer sogar schon fast sparen. Aber der Franke braucht halt Hilbardierer. Weil der halt hat Kavallerie. Wir machen auf jeden Fall mal kurz ein paar Pikiniere, die wir gleich runterschicken. Und die nächste Zeit wird auch wichtig. Salve. So, warte, wir haben noch bestimmt irgendwo Steine da gehabt, ne? Ja, hier. Da gehen wir jetzt direkt mal hin. So, du gehst jetzt bitte ganz kurz dahin, tust schon mal das erste Schwein. Ein bisschen kostenlose Nahrung absnacken, weil es sind auch immer 340 sogar, lol. So, kurz töten gehen. Na, so lange hält er gar nicht aus. Top, passt. So. Dann haben wir hier gleich noch ein paar mehr Dorfwohner, die gehen schon mal dahin. Wir brauchen auf jeden Fall Nahrung. Direkt da hinsetzen. Oh, hoppala, habe ich das vergessen. Und die Forschung vor allem. Mein Gott, ich werde nachlässig hier schon wieder. Aber ich muss zugeben, im Vergleich zu vor Vlad Dracolea bin ich jetzt wieder so ein bisschen reingekommen ins Spiel. Ich werde wieder ein bisschen schneller. Was die ganzen Sachen angeht. Finde ich zumindest. Ich kann mich auch irren, aber ich habe da ein gutes Gefühl. So, du gehst da dran. Hier sind leer, klar. So, du gehst bitte ganz kurz runter. Und setzt dir mal zwei Kasernen hin. Damit wir dem Notfall mit ein paar Pikinieren helfen können. Dann kommst du danach wieder hier hoch. Ja, ja, ich weiß, euch fehlt Holz, ist mir bewusst. Aber ist mir auch ehrlich gesagt egal. Dann können wir euch in die Imperate gehen und mal Helebardiere ausbilden. Kondo. Ein. Kondo. Passt. Impero. Impero. Gaedo. Weil so die Burg hier steht, ist eigentlich alles in Ordnung. Mordlöcher könnten wir eigentlich noch machen. Das Stein habe ich halt noch nicht, aber da warten wir auch drauf lieber. Salve. Ah, guck mal, haben wir jetzt sogar schon. Weil. Ah, es ging schneller als erwartet. So, die Relikie haben wir. Du kannst hier hingehen zum Heilen. Gibt's noch eine Relikie? Nee, war die einzige. Okay. Na, ist ja fein. Mach mal eine Schmiede und geh danach an Holz. So. Ah Gott, da war ich zu langsam mit dem Schwein. Ist egal. Ah, ist ja gerade das warum versinken, also alles gut. Nein, oh lol.
Der hat den Fokus gewechselt, frech. So, passt. Danach macht der Felder. Da können wir jetzt in den Priorität gehen. Zack. Wir machen direkt nochmal kurz ein paar Kataphrakt, dass wir zumindest so 10 Stück mindestens haben. Weil aktuell haben wir 2. Jetzt mal 3. Top. Die Forschung fehlt uns auch noch. 4. Oha. Ich brauche jetzt noch eine Burg hin, um ihm zu helfen, da. Ja, das ist halt, der wird halt komplett überrannt. Aber ist ja okay, er kann ja nichts für, wer sein Lappen ist. So, komm, einfach raus. Tüten. Passt. Bisschen Verteidigung aufgebaut. Ist gut. So. Hier haben wir jetzt 5, ne? Das ist super. Die kosten 70, also bei 350 machen wir nochmal kurz 5. Oder? Wobei jetzt noch 4. Ich werde ein paar vorbereiten, bevor der mich wieder angreift, weil es nämlich halt nicht nur die Burg stehen habe, sondern auch mich ein bisschen selber wehren kann. 3, 2, 1, ne? 4 Stück werden produziert, 5 haben wir da. Irgendwas ist da falsch. Einer zu wenig, okay. So, machen wir richtig neue Dorfbewohner hin, die in den Holzhacken gehen. Super. Die müssen wir eigentlich auch noch forschen dringend, aber erstmal lieber Tiere. 306, 100, das ist natürlich ein bisschen sehr viel Gold. Oh, ich hab mich vergessen, sorry. Scheiße. Ich hasse, wenn ich Sachen vergesse. Vor allem, ich das jetzt doch ein bisschen näher dran gebaut, weil ich das hier angesetzt habe, unten, nicht oben. Ah, jetzt passt da kein Feld hin. Ist ja egal, passt schon. So, die Zweimannsäge und die Felder gleich. Erst 3 Felder Wirtschaft, weil Nahrung wichtiger ist. Erst forschen. Dann die Zweimannsäge. Nicht bekehren, bitte. Ein. Ach, guck mal, das war genau das, was ich meinte. Bevor der nächste Angriff kommt, dann müssen wir schon mal 10 Stück haben. Weil die Burg alleine wird ja gegen so viele, gerade gegen die Huskals, nicht so viel ausrichten können. Aber die byzantinischen Reiter halt schon. So ist gut. Noch kurz den Mönch abschlachten. Sehr gut. Ich habe übrigens vergessen, Dorfwohner nachzuproduzieren. Scheiße. Aber ist nicht so schlimm. 45 haben wir jetzt. Passt. Hellebardiere kosten 3600, ne? Ja. Nahrung ist relativ schnell. Dann machen wir noch ein bisschen Holz weg. So auf 900, 800 runter, weil noch ist der Preis gut. Hellebardiere, auf geht's. Und hier schicken wir dir nochmal so ein paar, dass wir hier zumindest so 15 bis 20, ich will ja 20 machen, weil wir hier eine Verteidigung haben. Jetzt haben wir, komm schon, eine noch. So, jetzt haben wir mich hier, ein zu viel, lol. Jetzt haben wir schon mal 10, das ist gut. Wir nehmen nochmal 8 Stück hier weg. Die nochmal eine neue Mühle machen. Das passt nicht. Ach, das ist einfach dahin. Komm, scheiß drauf. Meine Kavallerie gerät ein bisschen weit nach vorne, aber ist nicht so schlimm. Ja, das war klar. Aber die Türme können wir ruhig wegmachen, das ist eine gute Idee eigentlich. Hey, wo sind denn die anderen? Ah ne, da unten sind sie. Ich wollte schon sagen, ich habe gerade mehr gehabt als 7. Wow! Wow! Eine Universität! Dein Ernst? Ich wollte eine Burg für dich hinsetzen, du Depp. Der macht es mir unnötig schwer, das ist nicht gut. Oh, scheiße, ich habe vor allem selber was vergessen. Ach, fuck. Nicht so aggressiv reingehen, das macht doch keinen Sinn.
Nur mal kurz 10 Stück nachsetzen, damit das hier passt. So, du gehst da unten eine Burg setzen. Die hätte ich dir jetzt da hingesetzt, du Depp. Ah, egal. Hier, dann quetsche ich sie halt einfach rein. Ist auch okay. Nee, mache ich nicht. Wie setze ich dir da hin? Da ist gut. Hier, geht bitte auch wieder verteidigungstechnisch da hinten hin und bleibt jetzt mal auf defensiv. Wir volldeppen. Und dir geht's helfen. Ja, Langschwertkämpfer, wahrscheinlich auch noch normale Wikinger, ne? Ja, normale Berserker. Ja, der geht in der Forschung nicht weiter. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich meine, der ist auch in den Priorität gegangen, aber der macht halt keine Fortbildung hier für die. Aber es ist halb so wild. Ich bin ja da. Und der hat Paladin gerade gemacht. Aber nichts anderes habe ich erwartet von den Franken. Sehr gut. Ah, ein Tribok. Gott sei Dank auf den Turm an und ich meine eine Burg. Ja, nicht den Reiter. Mach mal bitte den Tribok weg. Kumpel. Ich gehe dir jetzt einfach nachhelfen. So, jetzt mal genug dann. So, nochmal 5 an Gold. Sehr gut. Sehr schön. Ja, die Forschung vor allem nicht vergessen. Die ja auch nicht. Das ist mies. Das ist sehr mies. Nee. Nee. Ja, tot. Kein Problem. Gehst du da dran und dann da dran. Ihr beide geht da dran und danach da dran. Könnt ihr mir bitte jetzt die ganzen Paladine wegmetzeln? Was ist denn das hier für eine faule Art hier? Ich finde das ein bisschen komisch, ne? Ich meine, klar, hier ist die KI immer so ein bisschen schlechter als die anderen, ist also die Verbündete. Ist ja auch okay, aber das hier ist halt so gefühlt wie eine richtige Dulli-KI auf unserer Seite im Vergleich zu den Gegnern. Finde ich frech. So, 5 neue. Dann passt das da unten. Machen wir noch ein bisschen Sichtweite dazu. Ballistik, Chemie. Die Forschung nicht vergessen. Nahrung, klar, was auch sonst. Dann können wir jetzt langsam mal hier in die Richtung gehen. Da brauchen wir jetzt auf jeden Fall sehr viel Nahrung für. Und die ist wahrscheinlich übelst teuer, ne? Dachte ich mir schon. Da können wir ein bisschen davon was verkaufen, weil Gold brauchen wir eh auf Dauer. Ja, eigentlich machen wir alles so ein bisschen. Ja, werflich machen wir, das ist schon mal sehr wichtig. Und griechisches Feuer brauchen wir nicht, weil wir haben nur einen Fluss hier. Da ist eh jetzt nicht so viel Schiff-Action. Das ist irgendwie weiß hier. Warum ist hier weiß? Ach, wegen der Brücke. Oh, lol. Ja, optimal. Die Steinhacker sind da. So, Bogen verstärken wäre schon eine ganz gute Sache. Ich möchte aber erstmal Elite-Kataphrakte haben, damit wir schon mal richtig gut gegenwettern können. Mein Gott, was ein Geholz hier überall ist, ey. Generell möchte ich gerne das nochmal... 8 Stück von euch Felder machen. Dahin. Ach, scheiße. 1 verkackt. Ah, lol, das ist sowieso 1 daneben. Egal. Das eine setzen wir halt noch woanders hin. Ach, komm, einfach dahin. Komm. Ach, du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, heil du mal ruhig, das ist gut. Fuck. Mach mal nicht. Ist ja voll lästig. Aber okay, aber die Angriffe muss ich sagen, ich habe jetzt nicht viel Verteidigung gehabt. Die gehen eigentlich voll klar. Aber der macht halt über dir. Ungünstig. Ja, bei dem brauche ich, wie gesagt, eigentlich... Auch wenn er über dir macht, trotzdem Kataphrakte. Weil der halt generell nur Infanterie hat. Paladine würden weggemäht werden von denen. Weil Kataphrakte sind halt
Warte, ich guck mal ganz kurz mal. Aber ich mich jetzt nicht täusche, sind die mich nicht schlecht. So, was, nee, pass auf, hier. Wirksam gegen Infanterie generell. Weil die haben halt auch diesen AOE-Schaden. Da, auch wenn die Hilibardiere haben, ist das ruhig die beste Option. So oder so. Schwach gegen Bogenschützen. Ja, gut. Als nächstes machen wir noch kurz Logistik. Damit das mit dem AOE-Schaden auch funktioniert. Dann machen wir die gleichen Wehrgänge, aber erstmal machen wir noch ein paar Triebocker. So, 5 Triebocker, optimal. 1000 Gold sind RIP. Und noch 400 Nahrung für die Wehrgänge, damit die Burg ein bisschen stärker ist. So, apropos, da kannst du mal kurz herkommen, die Burg reparieren und danach weiter Holz hacken gehen. Okay, wir haben keinen freien Dorfbewohner, top. Und dann machen wir hier Kettenpanzer. Weil da mache ich jetzt auch keine Hilibardiere für den, die lasse ich nur unten. Weil das macht halt oben nicht so viel Sinn. Wir können die natürlich trotzdem als Trash-Units nutzen. Wie ist denn der jetzt wieder gestorben? Frech. Naja. So, wie viel haben wir noch? Ah, 6. Machen wir jetzt 10. Hä? Ach so, mir fehlt Gold. Oh, lol. Ja, ist kritisch, ich weiß. Gold ist immer ein bisschen scheiße hier. 350 brauchen wir für 5, ne? Uff. Das hat das große Problem dabei, ne? Wir müssen halt ein bisschen bei dem hier wegsnacken gleich. Hm. Dann müssen wir vielleicht doch ein paar Hilibardiere mit reinmischen. Aber müsste doch eigentlich relativ einfach sein zu erobern. Weil das sind jetzt im Vergleich zu anderen Missionen aber eigentlich recht einfache Lager, so vom Aussehen her schon. Guck mal, der hat sogar nur eine Holzmauer hier. Ah, ich bin der gute Dinger. Das schaffen wir schon. Easy. Nice. Guck mal, was jetzt für eine Armee sich auch zusammensammelt hier. Guck mal, jetzt sind auch richtig viele Leute hier. Immer noch Berserker und Langschwertkämpfer und Holzplänkler. Gegen Paladine. Oh, top. Muss schon sagen. Gut bewirtschaftet, Arschloch. Aber wird schon gut funktionieren hier. Machen wir halt alles alleine. Salve. Salve. Oh, korrektus. Salve. Die setzen wir gleich dahin. Haben wir die Lücke hier auch ausgefüllt und das ist nicht also ganz in der Ecke. Also ganz weit weg. Habe ich irgendwas vergessen? Wir könnten eigentlich auch gleich noch Glauben machen, was halt... Nee, ist viel zu teuer. Die Forschung habe ich vergessen. Die ist wichtig. Die ist wichtig. Die ist gleich auch wichtig. Ja, gut, dass wir eine Reliquie haben, ohne Scheiß. Sonst wären wir komplett am Arsch. Aber Gold ist halt echt wenig hier, ne? Mies. Aber geht schon. Wir brauchen hier nochmal gleich Gold. 200, das kriegen wir auch hin. Wir können Nahrung verkaufen kurz, solange es noch teuer ist. War auch nicht da. Hier. Sind wenigstens schon mal die ganzen Pferde hier gut ausgestattet. Wobei, da haben wir den Plattenpanzer auch schon. Ja, dann sind wir eigentlich ganz gut durch. So, du sollst Holz hacken gehen, bitte. Danke fürs Reparieren. Direkt die nächsten 5. 10 Stück haben wir jetzt. Haben wir jetzt 25. Nee, warte mal. Hä? Jetzt habe ich 11 und hier sind 13. Habe ich 24. Jetzt habe ich 25. Wie ist das denn passiert? Töten. Sehr gut. Schön in meine Armee reinrennen. Gute Idee. Da hinsetzen, das weg. Ach ja, der blaue. Weißt du, eigentlich sind die gut gegeneinander. Der hat zwar Paladin, aber da müsstest du irgendwie trotzdem gar nicht recht gut reinkommen, wenn du dich anstrengst. Der hat sogar noch berittene Speer. Nicht mal leichte Kavallerie. Ach, wie lächerlich, ey. So, ich hätte gerne noch eine Burg, bitte. Ah, passt schon. Nächster Angriff kommt, weil jetzt... Pass auf, was jetzt ist, so.
wie viel Schaden der einfach kriegt und wie viel ich krieg. Auch wenn der Helibardierer hat, ist das trotzdem eine richtig gute Option so. Sehr gut. So, einmal kurz zurückgehen. Eben die zerstören. Ja, der wird sterben. Ja. Das ist ja okay. Einen können wir vertragen. Nur zu viele dürfen wir jetzt echt nicht verlieren. Na, okay, da steht noch einer. Egal. So. 22 haben wir. 25, nee, lol. Ah, nee, wie den Rittern 2. Okay. 1, 2 zum Nachholen. 30, 35, 40. Das ist doch gut. Dann haben wir einen vernünftigen Trupp. So, euer Gold ist leer. Das ist kein Problem. Ihr geht jetzt da unten mit Hacken. Wir müssen leider sein Gold wechseln, weil der nutzt es ja eh nicht. Kann ich eigentlich mal kurz das testen? Was war welcher? 5 war das. Etwas Gold, bitte. Okay, das geht nicht. Dann können wir jetzt mal mit Handel mal anfangen, weil jetzt als Gold leer wird. Ach du Scheiße. Nee, warte, mach erstmal das hier. Wir fahren 50% schneller, Tribute sind egal, Handelsgebühr ist auch egal. Dann müssen wir gleich ein paar Marktkarren setzen. Ich meine, klar, ist auch eine gute Geldquelle so, ja. Schön, aber früher hätte ich, glaube ich, nicht machen sollen. War schon vom Zeitpunkt jetzt ganz gut. Machen wir 15 Stück, würde ich sagen. Oh, jetzt kommen konstante Angriffe so, oder was? Krass. Boom, voll weggeschossen. Nice. Markkarren. 14. Eine fehlt noch, ne? Ja. So. Da wir jetzt eine Burg hier drin stehen haben, müsste es eigentlich gegen Paladine sogar reichen. Auch wenn der selber eine Burg hatte, aber zwei müssten eigentlich reichen mit seinen Soldaten. Dann ziehen wir die mich jetzt mal kurz nicht ab, die setzen wir da rein. Weil die Kaserne haben wir trotzdem noch für Notfall hier. Jetzt habe ich alles geforscht, alles drin, alles super, top. Weil machen wir lieber ganz kurz die Rammen und hier oben haben wir halt die hier. Da warten wir jetzt noch ganz kurz drauf. Die schicken wir auch kurz zurück alle, damit die kurz geheilt werden. Ja, so ist super. Optimal, alles One-Shot. So, hier wird kurz weggepiekst. Einfach ein bisschen auf den Sack gehen, weißt du? Ist ja okay. Machen wir kurz den Stall kaputt und ist gut. Haben die wenigstens den Sinn gehabt, weißt du? Okay, der rennt wieder komplett suizidmäßig durch außen rum, aber gut. Hey Leute, wir kriegen sogar das kaputt, oder? Das schaffen die sogar. Aber wobei. Ah, nee, können knapp werden. Hm. Nee, schaffen die nicht. Aber egal. Bisschen genervt, Einheiten getötet und einen Stall fast kaputt gemacht. Aber der hat doch keine. Das ist ja ein Söldner, nur der hat doch keine Aufbausachen hier. Der hat nur seine Verteidigung und das war's das. Ein. Ja. Und dann sind die tot. Gut, dann haben wir jetzt wenigstens Platz hier. Noch 14 Bevölkerungslimit. Wir kriegen 12 Marktkarren, haben wir noch 2 über. Und haben hier trotzdem 40 Kataphrakte. Ja, optimal. Sehr gut. Und dann haben wir sogar 4 über, weil halt noch 2 Ritter dabei sind. Top. Dann können wir jetzt mal kurz speichern. Wir machen mal kurz Bari 3 und 2 weg, weil brauchen wir nicht. Bari 1. Speichern. Auf geht's. Mein Gott, wie die alle weggeschlachtet werden von der Burg. Und rein. Alle miteinander auf die Burg, bitte. Joannes Truppen bedrohen unser Lager. Mobilisiert alle Reserven. Mobilisiert sie! Angriff! Ja, da kommen sie, die paar Infanterieeinheiten. Lächerlich.
Und tot. Keine Chance, die Dupes lassen hier. Nee, der ist tot. Oh, wo kommt die denn jetzt her? Lol. So, wenn das kaputt ist, lassen wir die trotzdem noch weiter schießen hier. Ein bisschen. So, bitte kurz die hier. So, wir müssen in alle Richtungen schießen. Sehr gut. Machen wir wieder hier hin. Machen wir mal so 20 Stück nach. Ja, guck mal, Mädels, das war jetzt ja mega easy. Lol. Okay, hier ist alles super. Noch im grünen Bereich. Passt. Ihr kommt mit, noch mit runter. So, die Gebäude hier nach und nach fallen. Dann können wir die mal nach zur Burg schicken hier. So, ihr geht jetzt weiter dahin. Bisschen wütend. Komm, reicht so. Da hinten. Dann die Kaserne da. Genau, ihr bringt noch weiter kurz die Dorfbewohner um. Das ist sehr gut. Jetzt aufs Dorfzentrum, bitte. Nee, da war ja ein Rammenburg. Den habe ich ja gar nicht gemerkt. Deswegen finde ich meine Trieböcke hier ungünstig. Oh, der schafft's, oder? Nee, der schafft's nicht. Ja, brauche ich aber eigentlich auch eh nicht, oder? Ach, wobei, doch, wir machen mal kurz zwei. Warum auch nicht? Salve. Passt. Impero. Condo. Presto. Condo. Einmal mal komplett übertreiben mit den Lagern, aber die brauchen wir eh nicht. Komm, passt. So. Ja, die sterben durch die Burg. Egal. Der Burg. Da wird gebaut, das müssen wir verhindern. Ah ne, ist nur noch das Fundament, okay. Alles klar. Was sind zwei Reliquien, das ist ja schön. Presto. Correctus. Da. Ein. Sane. Ein. Passt. Gut, die Markkarre noch töten gehen. Super. Vor 12 Jahrhunderten wurden unsere römischen Vorväter auf eben diesem Felde von Barbaren massakriert. Nun sind es die Barbaren, die zu Hunderten fallen. Ja, das ist korrekt. So, das sind die Trieböcke auch. Top, dann ist unser Zweiertrupp wieder fertig. Zusammenbauen wir da. Das da wieder kaputt machen. Dann können wir weitergehen. Die wird tatsächlich gar nicht mal so schwer, die Mission. Tudelum. Jetzt hat der Hündchen gesnackt. So, wir lassen einfach mal aggressiv hier reinlaufen. Zack. Und ihr geht jetzt alle zusammen da drauf. Rollt an ihnen vorbei und zerstört deren Burg. Die ja eh nicht, doch er nutzt die tatsächlich. So, mehr Kataphrakte. Rein hier. Okay. Ja, kann das Lager ruhig auch weg. Impero, ein. Du sollst eigentlich ein Holz zurückgehen, aber irgendwie hast du es nicht gemacht. Keine Ahnung. Da fällt sie, die Burg. Bum, bum. Wozu außen rumreiten? Da geht doch einfach die durch die Holzdinge durch. Die Palisaden halten dich nicht lange auf. Guck mal hier, easy weg. So. Da drauf. Da drauf. Da drauf. Da drauf. Und du gehst da hinten auf den Marktplatz. Easy. Okay, wir werden doch genug Gold. Apropos, ganz kurz mal checken. Aber war echt gerade so, ne? Muss man sagen.
Aber wir haben jetzt einen Handel, der gibt uns auch immer pro Lauf 49 Gold, also ganz ehrlich, hat man eigentlich doch genug. Ja, der war halt echt super easy, ne, der gelbe. Ja, der orange war eigentlich auch echt nicht schwer. Generell die Mission war irgendwie easy. Außer kommt noch irgendwie ein krasses Extra-Ding dazu, aber bezweifle ich jetzt einfach mal. Und alles zerstört. Gilbert Buater ist gefallen und seine normannischen Ritter sind geflohen. Das Glück ist uns hold, Kommandant. Glück? Ich würde nicht sagen Glück. Ich würde sagen können, Kollege. Ja, das war echt eine easy Mission. Lol. Hatte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, ne? Aber warum muss ja auch mal ab und zu sein, ne? So eine kleine, feine Mission, die easy ist. Schön. Dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ganz wie ihr Vorgänger war die zweite Schlacht von Cannae ein Massaker. Die Lombarden und ihre normannischen Verbündeten konnten sich nicht mit Bojoannes überlegener Strategie und der grimmigen Varägergarde messen. Melus floh von der Schlacht und suchte Zuflucht beim Papst, der ihn an den Hof des heiligen römischen Kaisers entsandte. Dort erschlich er sich die Gunst mehrerer einflussreicher Höflinge und schließlich des Kaisers selbst. Melus starb im Exil, doch die Nachwirkungen seiner politischen Intrigen sollten bald ganz Italien erschüttern.